Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Slime Rancher mit mir, dem Gorobei. Die Preise sind schlecht. Inflation, es ist schlecht. So, hier ist angepflanzt. Da oben haben wir die Hühner, hier haben wir unsere Slimes. Die sind hungrig. Aha, was ist denn hier los? Ja, hier müssen wir warten, bis hier nochmal richtig Action geworden ist. Ihr habt, wie doll habt ihr Hunger? Sind Herzrüben Gemüse eigentlich? Guckt doch nochmal da nach und nach. Sehr gut. Herzrüben geben scheinbar mehr Plots. Was ziemlich nice ist. Zumindest bei denen hier. Ich glaube aber, dass es bei den anderen auch so ist. Habt ihr noch welche, die hungrig sind hier? Ich krieg halt zuerst. Dann liegen die Plots da. Ich muss mir mal Videos angucken, wie die richtig raussammeln hier, die Plots. Also geht das nicht. Ich glaube, ihr habt jetzt genug. Ihr habt noch Hunger. Der Große ist weg. Deswegen des Sonnenlichts. Scheiße. Egal, dann haben wir nur die Katzen. Dann muss ich mir diesen Phosphor-Dings nochmal irgendwo suchen. Mist. Hä? Wieso habe ich denn hier eigentlich einen Felsslime? Hast du Hunger? Ne, nicht den. Dann sollte alles gut sein. Wenn du gefressen hast. Und schon wieder Slimes eingesammelt. Dreh durch. Du hast auch Hunger. Hier, kleiner Mann. Da kannst du dabei bleiben. Zu gucken, ob die Hunger haben hier. Die kleinen Süßen. Ich finde ja auch, dass die Gehege hier einfach nicht groß genug sind. Da habt ihr zwei Herzdinger. Die geben aber nicht mehr. Na. Dann kriegen nur die hinten die Herzdinger. Die sind auch viel wertvoller hier. Was ist denn hier los? Oh, das sind kleine Steinküken. Das hat wohl doch funktioniert. Das hat nur ein bisschen gedauert. Guck mal, jetzt hier für 16. Sammeln wir ein bisschen Geld. So, wir machen uns wieder auf die Reise. Und suchen nach Fleisch. Für unsere Kätzchen. Beziehungsweise wir suchen nach Hühnern, die wir dann in die ewigen Jagdgründe hier stecken können. Ja, da kümmern die sich drum. Das sind aber nicht Schlaraffen an Land ist hier, da weiß ich auch nicht. Vier Hühner. Hier hinten gab es noch mehr. Ich hätte gern diesen anderen Slime wieder. Der war cool. Der Leuchte-Slime. Noch mehr Katzen brauche ich nicht. Küken ist jetzt auch schwachsinnig, noch welche zu haben. Krasse Story. Da oben sind Hühner, ne? Frage ist nur, wie komme ich da oben gewinnbringend hin? Sind die gerade runtergesprungen? Da war eins. Good to know. Da war auch eins. Wenn ich den Gockel da oben nochmal runterkriege. Ja, komm. Sehr gut. Dann können wir unser neues Gehege auch gleich bestücken. Das Küken könnte er haben hier. Ich suche nämlich nochmal nach diesem Slime. Die gab es hier ganz weit hinten, ja. Ja, komm hier. Gut, das eine Huhn musste sterben. So ganz verstanden habe ich auch nicht, warum die wilden Slimes immer neu spawnen. Und hier gibt es ja halt den großen Katzenslime, aber was der will. Keiner weiß es. Auf der Insel hier ist doch nichts. Ach Mensch, hier gibt es sogar noch die Sachen,
die ich letztes Mal erkundet hatte. Steht da hinten wieder eine Kiste? Wenn da hinten eine Kiste steht und da wieder so ein Slime drin ist, dann ist alles cool. Bumm. Schnell zurück. Bam, 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 bam. Wir brauchen halt Geld, ne? Ein Steinhuhn. Na komm. War jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte, aber... Gut. Guck mal, da hinten ist nämlich so ein Teerding. Und der macht da jetzt Party. Bis wir ihn wegschießen. Ja, auch wieder. Muss er doch nicht gleich in die ewigen Jagdgründe springen. Ne, Starmail haben wir erhalten. Hier oben gibt es ja normalerweise auch ein Nest. Da ist wieder so ein Teerding. Tschö. Mit Ö. Das ist, weil ihr irgendwelche Sachen fresst, die ihr nicht fressen dürft. In der Natur hier. Und wir müssen aufräumen und aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Frage ist, was da unten? Und kommen wir hier wieder hoch? Schwer wahrscheinlich. Und da sollte ich nicht mit den Taschen voller Hühnern rumgelaufen. Ist das für euch? Genauso wie da reinzugehen. Kann nicht allzu schlecht sein. Ja, ja, ja. Greif mich mal an. Ich nehme den blauen Slime noch mit. Weil jetzt, wo ich herausgefunden habe, dass die Herzdinger mehr geben, ist das doch schon ein bisschen cooler. Dann kann ich in das eine Gehege mache ich einen Gockel rein. Und die Steinhühner. Und dann hoffen wir mal, dass es länger anhält. Das Sättigungsgefühl. So, hier ist noch ein Steinhuhn. Ist noch ein Steinküken? Nee. Dann kommt hier unser Gockel rein. Und zwei Steinhühner. Können die sich freuen. Den Rest hier verfüttern wir, weil hier drin... Was bist du? Ein altes Huhn. Oh, Sünde. Ein altes Huhn. Kann ich das alte Huhn verfüttern? Wollen die Katzen das haben? Die wollen das auf jeden Fall haben. Hier haben wir noch einen Felsleim. Ach, die sind hungrig jetzt. Hier ist ein Steinhuhn. Und noch ein paar normale Hühner. Für eure Mühen. Ein paar haben noch Hunger. Als nächstes müssen wir uns um das Gehege der Blauen kümmern. Die Pinken hier, das können wir immer mal machen. So. Die Blauen kriegen jetzt gleich die Herzdinger, dann kriegen die Pinken die hier. Ich weiß aber noch nicht, was ich bei den Blauen machen möchte. Ob ich da ein Auto... Raussauger haben möchte oder Entspannungsding. Ich glaube, ich nehme das Auto-Raussauger-Ding. Plot-Sammler. Für 500. Steht er da hinten? So. Die freuen sich. Dann schmeißen wir mal meinen Sauger an. Ja, könnt ihr noch so einen vertragen? Einer von euch? Gibt's doch bestimmt noch einen, der noch nicht gefrühstückt hat. Gibt's noch welche, die unzufrieden sind? Dann habe ich hier noch eine Karotte für den einen. Wir fangen wieder an zu saugen. Sehr gut. Dann haben wir noch ein paar Karotten. Die Katzen haben wieder alle Hunger. Ein paar Karotten für die Pinken hier. Sich drüber freuen.
Katzen, die sich alle zusammensetzen, um dann zu warten, bis sie nur springen können. Die geben aber bis jetzt noch am meisten Geld. Aber auch nicht mehr so lange wahrscheinlich. Die Katzen, ey. Pinke Dinger hier. Wir müssten einfach mal aufhören, die zu ernten und den Preis hochtreiben. Ist, glaube ich, eine coole Idee. Was kriegen wir dafür? 36 Karotten und 14 Hühner, Alter. Das ist ganz schön krass. Ah, diese... Die Dinger hier sind schwierig, weil ich die ja nicht habe. Ah, ist da hinten ein Huhn? Ah, ne, ist ein normales Huhn. Das war falsch. Gehen wir gleich wieder Geld ab. Sieht's aus hier. Hier haben wir wieder einen Gockel. Zwei Hühner, die wir loswerden können. Bei den Steinhühnern sieht es noch nicht so gut aus. Was kostet so ein Frühlingsgras? Ein bisschen mehr. Okay, du kriegst eine Gockel. Du kriegst einen Huhn. Du kriegst auch einen Huhn. Und so füttern wir unsere Kätzchen. So, die sind alle zufrieden, die freuen sich. Hier sind noch welche, die unzufrieden sind. Du bist nicht ganz zufrieden. Scheiße! Naja. Jetzt sorgt er halt für beide, ne? Gut, dass ich das schnell rausgesammelt habe. Das ist halt nicht so cool, ne? Doofe Katze einfach super, super groß ist. Egal, wir belassen das mal dabei. Kann ja nicht so schlimm sein. Wie sieht's hier aus? Ja, hier passt das. Ich lasse die dann im Sauger, die blauen. Dann können wir die mal abgeben, wenn der Preis hoch ist. Wobei... Wir sammeln mal alle Pinken ein. Bis auf den Großen. Friss mal das Ding. Sehr gut. Jetzt haben wir bis zu 4 Große kriege ich hier rein. Und du musst das Ding schon fressen. Sehr gut. Jetzt haben wir 4 große Katzen da drin. Pinke Katzen. Die wir auch mit Karotten füttern können. Die sind halt nur ziemlich groß. So ein Fangnetz kostet 400 irgendwas. Sieht's hier aus? Noch nicht so gut. Sieht's hier aus? Ein Küken haben wir. Das sieht morgen besser aus. Die pinken Slimes. Die gibt's ja da hinten in der Natur zuhauf, ne? Auf Wiedersehen! Irgendwann kommt hier so ein riesiger Slime aus dem Wasser, jede Wette. Aber bis jetzt noch nicht. So, jetzt mal mit dem Preis da oben in die Höhe schnellen lassen. Und den hier. Den und den. Die beiden würde ich gerne hochlassen. Hier hätte ich ja auch noch gern welche. Aber müssen wir aufpassen, dass hier die nicht in die beiden Dinger reinfallen. In das hier ist kein Problem, aber in das da. Das wäre unvorteilhaft.
Hier können noch ein paar Küken rein. Hier sowieso. So, sehr gut. Wir haben wieder eine Star-Mail. Kein Betreff. Schau an, schau an. Es hätte sich ein weiterer möchtegern Rancher. Bla 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 bla. Top Rancher. Tja, Beatrix. Egal. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Slime Rancher. Bis dahin, haut das mal rein.